Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Stardew Valley. Und warum gräbt der MS Standard jetzt so ein relativ altes Spiel aus? Mein großer Klassiker, Stardew Valley, ist ja ein richtig geiles Spiel. Update 1.4 ist rausgekommen, was wohl ein riesengroßes Update sein soll. Erstmal hier meine Frau begrüßen. Hallo, Schatzi, guten Morgen. Ich bin früh aufgestanden, habe wieder was Süßes gebacken. Super nett von dir. Ich weiß, dass du stark bist, aber du musst trotzdem essen. Ja, genau. Und in diesem Update 1.4 sollen so viele unglaublich neue Sachen drin sein, dass es schon fast praktisch ein neues, praktisch ein neues Spiel ist. Und einmal kurz die Katze. Jawohl, auch einmal streicheln, das ist immer wichtig. Ich hatte doch noch irgendwo ein Kind hier, was hier rumlief, oder? Das hier unten. Das dürfte Max sein, unser Sohn. Und das hier ist Emma, unsere Tochter. Oder andersrum. Ich weiß es nicht mehr. Ich war schon lange nicht mehr zu Hause hier in Stardew Valley. Auf jeden Fall Helly, Max und Emma. Ja. Ja, auf jeden Fall so viel unglaublich neuen Inhalt. Ich habe mal ganz kurz in den Changelog reingeguckt. Das ist wohl tatsächlich. Also, der ist wirklich lang, der Changelog. Es gibt zum Beispiel ein neues Theater in der Stadt. Angeblich. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, bin jetzt gerade erstmal ins Spiel rein und deswegen lass uns mal gucken. Es sind sicherlich so viele Kleinigkeiten dabei, die man gar nicht auf Anhieb sieht, dass die dabei sind. Ich muss mich auch vor um die Tiere kümmern, bevor ich in die Stadt gehe. Also gut, dass es regnet, dann muss ich hier wenigstens nichts gießen. Obwohl muss ich ja sowieso nicht. Ist alles automatisiert, ne, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, genau. Hier die Hühnchen und hier ein schwarzes Huhn. Und ja, ihr seht schon, das sind 86 Stunden Arbeit, die ich in diesen Hof reingesteckt habe. Tatsächlich. Kann man hier nach wie vor unheimlich viel Zeit verbringen in dem Spiel. Und ich habe mich hier auf diesem Bauernhof spezialisiert, auf die Tierzucht, auf vor allem Weinherstellung, das habt ihr gerade in meinem Weinkeller gesehen, und auf die, wie es sich gehört, die Bierherstellung. Das Bier braut hier noch vor sich hin. Hier habe ich die Rohstoffe gelagert, ganz, ganz viel Hopfen ist noch da. Dann habe ich hier noch Erdbeeren, genau, ach ja, Saft stelle ich auch her. Genau. Saft stelle ich ja auch her. Das habe ich schon wieder fast vergessen. Oder war es Erdbeerwein? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich das auch noch ernten, ja. Das, so viel Zeit muss sein, liebe Zuschauer. Das nimmt mir leider keiner ab. Beziehungsweise, ja, doch, wenn man diese kleinen... Wie hieß denn nochmal? Meeples? Nee, Meeples heißen sie nicht. Diese kleinen Dinger da. Was ist mit dir? Warum kann ich dich nicht pflücken? Egal. Wenn man das komplett freischaltet da in diesem Gemeindehaus. Habe ich das eigentlich schon? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Dann kann man hier auf jeden Fall so ein Haus von denen hinpflanzen. Das ist allerdings nicht neu, das gibt es schon länger. Und dann sammeln die auch gerne hier die fertig gewachsenen Sachen ein. Ja, ja, so machen die das. Wie hießen die denn nochmal, Mensch? Meeples nicht. Nein, ich komme ja auf Meeples. Meeples, das sind doch Spielfiguren bei Boardgames, bei Brettspielen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den Hof schon gezeigt habe. Ich wollte ja mal gute Lanf hier einladen, mich hier zu besuchen. Müssen wir eigentlich mal wieder machen. Müssen wir ohnehin mal wieder ein Spiel gemeinsam machen. Und dann könnte die auch hier auf den Hof kommen. Könnte schwierig werden. Haley könnte eventuell Fragen stellen. Aber vielleicht muss ich Haley dann einfach loswerden. Das ist auch so eine Sache. Man kann sich, glaube ich, schon länger scheiden lassen. Das geht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt aber auch ein neues Herz-Event. 14 Herz-Events. Das müssen wir mal gucken. Das müsste doch eigentlich hier oben dann angezeigt werden. Hier. Soziales. Genau, hier die Ehefrau. Da sind jetzt noch zwei Herzen frei. Dann habe ich einen Screenshot gesehen, wo man irgendwie essen geht miteinander. Ja, ja. Solche Sachen macht man da. Ja, weiß ich gar nicht mal, ob ich euch, wie gesagt, das gezeigt habe. In diesem Hof hier. Wenn nicht, dann habt ihr ihn jetzt gesehen. Ich habe eine Krähe verjagt. Achso, das hat die Krähe, die Krähe-Dingsbums-Verjag-Dings-Puppe. Vogelscheuche. Genau. Ha! Vogelscheuche heißt es. Vogelscheuche heißt sie. Diese Verjagd-Dingsbums. Wisst ihr was? Es geht mir jetzt auf den Sack hier. Das machen wir jetzt nicht weiter. Ich müsste eigentlich auch noch... Nee, andersrum. Ins Gewächshaus reingehen. Zack, zack, zack. Denn da wächst, und das ist echt gut, wenn man das Gewächshaus hat, egal was man da anbaut, das wächst dann, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, jeden Tag. Und ich habe ja natürlich Hopfen angebaut für meine Bierproduktion. Aber ich habe auch noch so viel Hopfen hier übrig, dass ich das jetzt im Prinzip gar nicht benutzen muss. Aber hier die Eier und die Wolle und so, das bunkere ich irgendwie alles hier. Weiß gar nicht, ich könnte ja auch verkaufen oder weiterverarbeiten. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht jetzt hier durch den neuen Inhalt. So, halt. Bomben bleiben bitte hier. Man weiß ja nie. Achso, hat er auch gar nicht reingetan. So, lass uns mal in die Stadt gehen. Und gucken wir mal, ob das mit dem Theater stimmt. Oder irgendwas muss man da bestimmt haben. Irgendwelche Voraussetzungen. Ist auf jeden Fall ein Late-Game-Event oder ein Late-Game- ja, Gebäude. Da oben steht die gute, wie ist sie nochmal? Mildred?
Ne, Pam, genau. Ah, Moment, jetzt ist was im Boden. Das kann wichtig sein. Nein, es waren nur Saats. Gut, Dinger. So, jetzt aber. Cutscene? Nein, keine Cutscene. Verdammt. Naja, man muss dann natürlich jetzt also viel rausfinden. Wie gesagt, wenn ihr selbst Stardew Valley habt und habt es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, dann installiert das nochmal. Wie gesagt, unheimlich viel neuer Inhalt. Und man soll sich den Changelog eigentlich gar nicht angucken, um sich nicht selbst zu spoilern. Was natürlich Sinn macht. Also im Moment sieht noch alles irgendwie so aus wie immer. Ich sehe hier noch kein Kino. Sollte das Kino auch für eine Bewandtnis haben. Hab eh schon kaum Zeit, da kann ich nicht nur ins Kino gehen und Filme gucken. Ei, weißt du was über das Kino? Vielleicht sollte ich heute etwas Neues und Aufregendes kochen, etwas Scharfes. Ja, von mir aus. Das kann ich nicht pflücken. Wo ist das Kino, verdammt. Ja, jetzt mache ich extra ein Video zum neuen Inhalt. Kann euch aber absolut nichts Neues zeigen. Was man wohl auch machen kann, ist, dass man Fische züchten kann. Man kann tatsächlich Fische züchten. Und diese dann natürlich dementsprechend verkaufen. Oder meinetwegen essen. Das geht auch. Jojo Mart. Bläh. Will ich nicht. Wollen wir nicht. Hier der Geologe. Hier unten das Museum. Hier ist nichts mit irgendwie einem... weißt du was über ein Kino? Bleib doch mal hier. Cornelia. Oder wie du heißt. Hallo. Penny. Ja. Regentropfen, Wohnwagen, bla bla bla. Das ist alles ganz nett, aber ich will doch wissen, was es hier Neues gibt. Was für ein Reinfall. So, das ist der Spa, das kennen wir schon. Das Wäldchen, Schreinerladen, Gemeinschaftszentrum, da ist der Spielplatz. Ja. Herr Jemine, vielleicht... muss man da aber auch in die Wüste fahren? Das ist ja auch möglich. Wie ist der Ort nochmal? Nicht Stardew Valley, Star Drop Valley oder so. Dann gehen wir einfach mal zu Pam und fahren in die Wüste. Ich brauche Kokosnüsse, weil die Hayley liebt nämlich Kokosnüsse. Unglaublich, aber wahr. Naja, soll sie ruhig. Na komisch, wie ich schon gerade kurz angedeutet, ich will euch den neuen Inhalt zeigen. Und es gibt nichts zu zeigen. Naja, es gibt ungefähr 1 Million Sachen zu zeigen, nur muss man die erstmal wahrscheinlich alle rausfinden. Naja, sei es drum. So, Pam. Wenn wir hier Fahrkarte kaufen, ne? So war das doch. Calico-Wüste, genau. Zack, und dann auf geht's. Genau, mach die Tür schon mal zu, bevor die Busfahrerin eingestiegen ist. Das macht Sinn. Ah, das ist definitiv neu. So, so. Wer bist du denn? Oder waren es gar keine Kokosnüsse, die sie mag? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder sollen wir mit ihr verheiratet? Dann nehmen wir einfach mal alles mit, was hier rumliegt. Ist ja nicht, ich kann mir dir ein Kamel kaufen. Hallo, du. Okay, das ist die exotische Handelswaren-Lady. Oder Mann, man weiß es nicht. Artefaktfund, Teleport-Totem. Dreifach Espresso. Okay, würziger Aal, Megabombe, Bombe, Fasern, Teleport. Ah, das ist das Rezept, um das selbst herzustellen. 10 Iridium-Barren. So ganz schön teuer. Schmetterlingsstall. Kann in deinem Haus platziert werden. Kann man jetzt mittlerweile auch Schmetterlinge fangen? Sind wir hier bei Zelda? Das ging doch mal bei Zelda, ne? Oh ne, der Feen gefangen. Grüner Turban. Dafür brauchen wir 50 Omnigeoden. Aber für den magischen? Nö, so ganz schön teuer. Und 200 Fledermausflügel, das sollte ich noch hinbekommen. Der Schmetterlingsstall. Ist ja nicht so, dass nicht mein ganzes Haus schon mit Mist vollgebaut ist. So, hier ist das neue Totem, dass man sich hierhin beamen kann. Tatsächlich. Ich kann euch was Neues zeigen. Unglaublich. Ich habe euch was Neues gezeigt. So, den Laden kennen wir schon. Das habe ich, glaube ich, immer noch nicht freigeschaltet, dass man da irgendwie hinten ins Casino gehen kann. Nein, da steht immer noch da, der Typ. Du kannst draußen Kokosnüsse und Kaktusfrüchte finden. Ja, nimm so viele du willst. Du gehst nicht zur Seite, ne? Nee. Dann muss er irgendwie für Mr. X oder so noch eine Aufgabe lösen. Naja, ich habe auch noch nicht alles hier erlebt in dem Spiel. Ja, so eine kleine Lebensaufgabe, wenn man Stardew Valley, glaube ich, irgendwie alles erleben will. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall gibt es hier eine neue Händlerin. Das ist schön. Aber wo ist das versprochene Kino? Da wollte ich mit euch jetzt mal einen Film gucken. Vielleicht schon mal den neuen Star Wars oder so. Man weiß es ja nicht. Ja, lass mal zurückfahren. Lass uns mal ein bisschen umgucken im nördlichen Teil des Stardew Valley. Vielleicht ist ja tatsächlich irgendwo das Kino noch nicht eingezeichnet auf der Karte. Fände ich ein bisschen schade, aber naja. Aber ich weiß nicht, was man sonst finden kann. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube, 140 neue Oberbekleidungsteile. Und dann natürlich auch Hüte und Hosen und Schuhe und hast nicht gesehen.
Also da gibt es tatsächlich genug zu finden. So, lass uns mal. Ich wollte ja in den nördlichen Teil, ne? Gehen wir mal hier oben rum. Bop, 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 bop. Die Katze liegt draußen im Regen. Ja, ja. Heuballen haben wir auch noch genug. Alles gut. So. Aber hier ist doch nichts, oder? Was soll hier auch schon sein? Also Platz wäre genug hier. Linus ist da. Vielleicht weiß Linus was Neues. Warmer Regen ist auch eine schöne Art, um sauber zu werden. Ja, natürlich. Eisenbahn? Eisenbahn. Toll. Hier wohnt die Penny, ne? War doch so Penny und die... keine Ahnung. Ihr Mann und die Tochter. So, die lecker Lachsbeeren, die sammle ich nämlich auch. Die sind zwar nicht viel wert, wenn man sie verkauft. Auch nicht viel wert, wenn man sie zum Schnaps macht oder zum Lachsbeerensaft. Aber naja, besser als nichts. Der Winter ist lang und hart. Obwohl, naja, ihr habt gesehen, wie viel Hopfen ich habe. Da kann ich anbauen und Bier brauen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist die Adventure-Gilde, die Abenteurer-Gilde. Die ist nach wie vor da. Die werden wahrscheinlich auch nichts Neues erzählen. Das hier hinten habe ich auch freigeschaltet, ne? Das ist ja dieser Schrottplatz, wenn man es mal so nennen will. Ja. Dup, dup, dup. Nimm das mal mit. Ein Smaragd kann man immer gebrauchen. Kupfer kann man auch immer gebrauchen. Das sind nach wie vor diese, ja, Basics an Gegenständen. Das ist neu hier. Was ist das? Warum ist hier ein Loch in der Wand? Hm. Ein Totenkopf. Hm, da gehen wir doch mal runter. Ist das neu? Ja, es muss neu sein, oder? Das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier sowas ist. Ich drücke mal die falsche Taste, das ist nicht so schön. Rote Slimes, graue Slimes, nee, die sind, das ist auch neu. 289 Schaden, ja. Haut ja mal richtig rein. Ist aber, glaube ich, auch eines der besten Schwerter, was man haben kann. Also, ich bin der Meinung, bin fast davon überzeugt, fest davon überzeugt, dass das hier neu ist. Das kann doch nicht gut sein. Naja. Naja, Totenköpfe. Könnt ihr auch irgendwas droppen, bitte? Vielleicht Knochen oder so. Komm her, du Feigling. Was ist das ja, wenn die Gegner sich auf Gelände bewegen können? Dunkles Schwert. Dunkles Schwert. Was macht das? Mein Galaxieschwert, Stufe 29. 60 bis 80 Schaden plus 4 Geschwindigkeiten. Das dunkle Schwert. Stufe 8 Schwert. Was soll ich denn damit? Das ist ja Müll. Gebe ich mich doch gar nicht mit ab. Also entweder habe ich diesen Bereich hier irgendwann mal freigeschaltet, ohne zu wissen, dass ich ihn freigeschaltet habe, oder der ist neu. Ich gehe aber mal davon aus, dass er neu ist. Eichenharz droppen die und dieses komische Schwert. Naja gut, alles Zeug, was man verkaufen kann, wenn man es nicht braucht. Es scheint aber ein riesiger Dungeon zu sein hier. Erdkristall. Ja, 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 kommt mal her hier. Hoffentlich findet mich unten jemand, wenn ich hier sterbe. Ich weiß ja niemand, dass es diesen neuen Eingang hier gibt. Vielleicht ist das auch der Weg zum neuen Kino. Ja, genau. Gott sei Dank haben wir Zeug zum Essen dabei. Okay. Gevatter Toad an der Wand. Gevatter Toad ist da. Man mit dem reden kann. Und hier was machen kann. Ich sehe mich schon wieder die nächsten 80 Stunden hier in das Spiel versenken. So, hallo, Gevatter Toad. Die goldene Sense. Achso, habe ich ihn einfach weggenommen. Das findet er bestimmt gut. Geh mal von aus. Was macht der die goldene Sense? Sag mal. Und die Bäume. Goldene Sense. Stärker als eine normale Sense.
Ja, dann kann ich die doch da hinpacken, ne? Bei der alten Sense. Schön, dass es jetzt eine goldene Sense gibt. Pff, meinetwegen. Ich nehm's. Dafür hat sich der Ausflug gelohnt. Dann sollen wir mal beeilen. Ist gleich schon wieder der Tag vorbei. Mann, Mann, Mann. Da habe ich aber der Haley heute Abend im Bett eine ganze Menge zu erzählen. Was ich so gemacht habe. Ich war in der Wüste. In einem neuen Dungeon. Den ich fast nicht überlebt habe. Den ich vielleicht auch nicht überleben werde. Man weiß es nicht. Wo ich nicht mehr weiß, wo es rausgeht. Und das ist ja vielleicht auch noch nicht alles hier. Ne? Da geht es ja nach rechts noch weiter. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wenn mich jetzt hier nicht umfallen. Ich will nach Hause. Ich will doch nur nach Hause. Ja, aber ihr seht schon, sind also doch neue Sachen drin. Mine verlassen. Ja, ja, machen wir das mal. Eine neue Mine. Nett. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann hat sich der Ausflug doch tatsächlich schon gelohnt hierhin. Ach, ich kann doch das Ding benutzen, um nach Hause zu kommen, oder? Genau, zur Bushaltestelle. Ja! Haley! Bin wieder zu Hause! Ich habe schon eine schöne Farm hier gemacht. Viel mit Beleuchtung. Ja, und oh, Honig ist fertig. Den können wir doch gleich mal nichts mitmachen. Den sammle ich, glaube ich, auch, ne? Ich horte alles. Schwupp. Nee, doch nicht. Ja gut, dann kann ich den ja verkaufen. Das ganze Zeug muss ich auch mal wieder einsortieren. Hier ist ja furchtbar. Und da rein. Supi. Haley schon im Bett? Ah, Kinder auch schon im Bett. Katze schläft im Bett. Hallo, weg da. Da. Gute Nacht. Ja, liebe Leute, Stardew Valley 1.4 ist draußen mit ganz, ganz vielen neuen Inhalten. Zumindest einem neuen Händler in der Calico-Wüste und einem neuen Dungeon. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.